Herzlich willkommen bei der Allradfamilie. Heute ist das Thema CB-Funk. Ich bin ein Kind der 70er und habe das Glück gehabt, die 80er in meiner Kindheit und Jugend mit diesen Quetschen zu verbinden und ja, mich auszuprobieren. Heutzutage sieht das mit den Funken ein bisschen anders aus. Wir werden auch auf das Thema Offroad eingehen und nicht auf das Thema technische Daten, Frequenzen oder ich sage mal QRX, QRZ, Roger und die ganze Funkersprache, das interessiert uns heute nicht. Wichtig ist zu wissen, was im Offroad und in der Kolonne wichtig für mich ist und warum ich diese Funken benutze. Wenn wir Kolonne fahren, ist es absolut notwendig für mich, dass wir kommunizieren können. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten jeder ein Handy und müssten per WhatsApp oder sonst irgendein Blödsinn unsere ja, Sachen besprechen, die wir irgendwie in der nächsten Kurve sehen oder nicht sehen, Bäume umgefallen oder. Da ist natürlich so eine Funke der absolute Vorteil. Wenn ihr Kolonne fahrt, kann es natürlich sein, dass die Kolonne, was weiß ich, 5, 6 Autos oder was ihr da seid, dann auseinanderdriftet, auseinandergezogen werdet. Ich gehe jetzt nicht auf die Stehwelle ein, aber wenn die Stehwelle nicht ganz so gut eingestellt ist, also ich sage mal nicht unterirdisch, aber nicht ganz so gut eingestellt ist, könnt ihr mal ungefähr von, ich sage mal so einen Schnitt von 5 Kilometern, seid ihr safe. Bedeutet, wenn ihr in einer Kolonne fahrt und durch die Berge fahrt, kann es sein, dass die Reichweite, wenn die Kolonne sich sehr weit auseinanderzieht, vielleicht nicht mehr beim Vordermann ankommt. Deswegen ist es so wichtig, dass man in der Kolonne den letzten Mann hat, der die Information immer von Funkgerät zu Funkgerät der Fahrzeuge weitergibt. Und somit kommt auch sozusagen bei einer kleinen Reichweite die Information am Vordermann an und der kann dann natürlich agieren, warten, bis die Kolonne wieder zusammen ist. Vom Vorteil sind natürlich auch Handfunkgeräte. Wenn der Beifahrer zum Beispiel aussteigen muss, um dir den Weg zu zeigen, zu sehen, ob irgendwo Hindernisse kommen, dann fährst du halt nicht blind mit dem Wagen in diese Situation, sondern er kann vorgehen und über das Handfunkgerät dich natürlich informieren und du kannst dementsprechend agieren. So, ich werde euch jetzt mal meine Funke vorstellen und die wichtigsten Funktionen, die für alle Funken notwendig sind, erklären und gehe aber nicht auf die Details der einzelnen Spielereien ein. Der wichtigste Knopf an der Funke ist der Powerknopf. Den machen wir jetzt mal an. So, an, aus. Und dann seht ihr hier, ASQ, das ist die automatische Rauschsperre. Ihr hört nämlich jetzt gerade nichts und die werde ich jetzt mal ausmachen. So. Das habt ihr auch oben noch am Mikro. Mach ich mal wieder an. Die Rauschsperre ist dafür da, um Frequenzen zu filtern, um ja, eure eigenen Kolonnenfahrer, die näher an euch dran sind als die von weiter weg, ja, zu unterdrücken. So, ich werde die Rauschsperre mal wieder ausmachen und werde mit der manuellen Rauschsperre, seht ihr, die Sperre wieder schließen. Das hat den Vorteil, dass man, wenn die Kolonne sich weiter auseinanderzieht, man die Rauschsperre angleichen kann, sodass man jemanden noch hört, aber nicht unbedingt das permanente Rauschen oder andere Frequenzen mit in seinen Kanal reinbekommt. Wichtig für jede Funke ist auch der Knopf zum Umschalten von AM und FM. AM, da sind meistens die Brummifahrer und FM, ja, da bewegen wir uns. Kanal 9 ist immer der Notrufkanal, ob AM oder FM, es ist völlig egal, der muss frei sein. Frei für jeden, der irgendwie Hilfe benötigt. Den lassen wir so, wie er ist. Noch ein wichtiger Knopf ist der hier für die Kanäle. Man kann das hier per Drehregler machen, so wie es bei den alten Funken ist.
Oder man kann das hier über die Tasten am Mikro machen. So. Und Kanal 16 ist auch ein interessanter Kanal. Da 4x4, also sprich Offroad. Ja, das ist doch spitze, dass wir jetzt endlich mal die Rauschsperre drin haben und auch noch irgendeinen Fremden drin haben. Das ist total super. Besser geht's nicht. Aber wir machen die Rauschsperre mal rein, damit wir in Ruhe reden können. Kanal 16, 4x4. Dieser Kanal ist natürlich für alle Geländefahrer ein Gimmick. Das Problem ist bloß, wenn man dann auf einer Veranstaltung ist oder ich sage mal im Offroad-Park bei der Sommerhitze mit 200 Autos steht, dann ist Kanal 16 sowas von überladen und dann bringt es einen auch nicht weiter. Also, dann gucken, welchen Kanal man benutzt und dementsprechend seine Leute drauf abstimmen. Ich habe mich für eine Funke entschieden, die den Lautsprecher vorne hat an der Front, da ich irgendwann in ferner Zukunft mir eine Dachkonsole setzen möchte und die Funke dann schön mit einem DIN-Rahmen hier oben reinsetzen kann. Und dann ist es natürlich vom Vorteil, dass der Lautsprecher vorne sitzt. Die meisten Funken haben oben oder unten am Gehäuse den Lautsprecher. Und wenn du ihn dann irgendwo reinsetzt oder seitlich ransetzt, dann hast du nicht mehr viel vom Lautsprecher und musst dir dann einen externen Lautsprecher noch besorgen, der dich dann beschallt. Die Gesetzeslage in Deutschland und Europa. Der Funkverkehr ist eingeschränkt worden. In der Schweiz, soviel ich weiß, ist es schon verboten zu funken im Kfz. Und Deutschland ist noch so eine Grauzone. Man weiß es noch nicht ganz genau, wie die Gesetzeslage ist. Und Österreich ist noch erlaubt. Bedeutet, wenn ihr euch fürs Ausland entscheidet und eure Funke mitnehmen wollt, müsst ihr euch wenigstens für dieses Land mal für die Gegebenheiten ein bisschen erkundigen, inwieweit ihr damit über die Grenze dürft. So, das war die Folge zu meiner Funke der Albrecht AE 6491. Wer Bock hat, mehr darüber zu wissen, in der Videobeschreibung ganz unten ist ein Link dazu, da könnt ihr auch dann die Produktbeschreibung euch durchlesen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ansonsten wisst ihr, wie es geht. Kommentare, schreibt rein, wenn ihr Bock drauf habt. Abonniert den Kanal und gehört zur Allrad-Familie. Bis dahin.